Okay, kommen wir zu der Suche innerhalb einer Active Directory. Wir möchten jetzt in diesem Video hier einmal innerhalb unserer AD nach Objekten suchen und haben da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, klar, kann man sich hier im Bereich der einzelnen Organisationseinheiten durchklicken, indem man jetzt hier so auf die einzelnen OOs klickt und nach Benutzern sucht. Ist aber recht unübersichtlich und nicht wirklich hilfreich, vor allem wenn man dann eine recht große Struktur hat, innerhalb der man sich aufhalten kann. Wir haben die Möglichkeit, zum einen unseren Domainknoten hier zu markieren und können den jetzt per Kontextmenü, Rechtsklick also, auf diesen gehen und hier in dem Fall Alt abbrechen, Rechtsklick auf Suchen klicken. Wir können jetzt hier in den Bereich einen Namen eingeben. Wir suchen zum Beispiel eine Sabine. So, klicken wir hier auf jetzt Suchen und uns werden jetzt alle Sabine, die jetzt in der gesamten Domäne vorhanden sind, angezeigt. Das sind natürlich nur unsere beiden, die wir hier angelegt haben. Ja, aber so kann man dementsprechend jetzt hier ja, schon mal recht leicht Benutzer finden. Des Weiteren geht es auch über das Menü hier oben. Wir haben hier oben auch Sucheobjekte in den Active Directory Domain-Diensten. Wir müssen natürlich auch vorher den Domainknoten hier markiert haben. Und dann wird es hier oben erst farblich hinterlegt und nutzbar. Ja, wir können dann hier über die Suche gehen. Anders ist dann genau dasselbe Menü, dieselbe Suchfunktion hier. Gut. Okay, wir haben noch eine weitere Möglichkeit, und zwar die der gespeicherten Abfrage. Wir befinden den Ordner hier direkt über unserem Domainknoten. Können ihn einmal markieren, rechtsklicken und sagen hier eine neue Abfrage starten. Können diese jetzt namentlich benennen. Sagen hier mal alle User zum Beispiel. Und beschreibungstechnisch sagen wir hier alle Nutzer von contoso.com als Beispiel. Des Weiteren müssen wir hier auf Festlegen klicken und können jetzt hier im Bereich unter dem versteckten blau markierten Namen hier hat einen Wert eingeben. Genau, wir brauchen also hat einen Wert und sagen hier auch schon okay. Und sagen jetzt nochmal okay. Und wir sehen jetzt, dass hier in dem Bereich der gespeicherten Abfrage eine neue Abfrage stattgefunden hat. Und zwar für wirklich alle Benutzer, die jetzt hier in dem Bereich sind. Ja, ist also alle Benutzer, die angelegt worden sind, innerhalb unserer Domäne contoso.com. Gut, das Ganze kann man auch mit Rechnern machen. Ja, genau. Oder mit Clients halt, ja, und somit auch eine vereinfachte Suche dementsprechend hier sich aufgliedern lassen. Ja, bevor man echt alle OOs durchklickt und irgendwas sucht, kann man über eine gespeicherte Abfrage sich hier alles innerhalb eines Ordners anzeigen lassen. Gut, so viel zum Suchen innerhalb von der AD. Weiter geht's in dem nächsten Video.